Was geht ab, ihr Zocker? Und Focus Home Interactive hat den nächsten Charakter-Trailer rausgehauen und den hauen wir uns ein bisschen natürlich rein und gucken mal, welchen Charakter wir haben. Ach, warum mache ich es so spannend, Mann? Ihr habt es am Titel sowieso schon gesehen. Wir reden jetzt heute über den Hunter bzw. den Assassinen der Gruppe. Cut! Wir reden natürlich über den Hunter, den Assassinen der Truppe. Und wenn ich mir den Trailer vom guten Hunter so reinziehe, beziehungsweise was ihr hier so im Hintergrund seht, dann ist er auf jeden Fall dafür gedacht, Leute zu dezimieren. Also der ist wirklich, sagen wir so wie es ist, obwohl das ist eine Die, ne? Haben wir wieder gerade verkackt. Tatsache? Die ist natürlich dafür da, dass wir immer mehr und mehr Leute auf dieser Map verschwinden lassen. Sie ist für die Entsorgung zuständig. Sie ist die Müllabfuhr dieser Gaming-Welt. Und, oh, Junge, Junge, sie sieht dabei auch richtig geil aus. Wenn ich zu dem Design komme, dann fällt mir auf jeden Fall ihre Waffe auf. Und das ist im Endeffekt, wer Assassin's Creed Unity, so wie ich, geliebt hat, das ist die gute Phantom Blade. Also sie sieht auf jeden Fall so aus mit weniger Eleganz und weniger versteckter Klinge. Dafür ist trotzdem noch eine Klinge dran und Armbrust. Ja, Mann, sagen wir einfach so, wie es ist, bevor es jetzt wieder weiter so geht. Ne, wir haben einfach eine richtig geile Waffe, die so an die Phantom Blade angelegt ist. Und ich mag sie jetzt schon. Nur, was können wir damit alles anrichten? Also für mich steht ganz klar fest, sie ist das Bindeglied zwischen den beiden Nahkämpfern und dem Ranger. Mit ihrer Armbrust kann sie im Endeffekt auf mittlerer Distanz Schaden machen und die Kills holen, was ja auch schon mal... So stelle ich mir einen Assassinen vor, sage ich euch ganz ehrlich. Ne, da kriege ich echt Unity-Vibes. Das ist wirklich... Und ich sende jetzt, auch wenn ich mir wusste, das ist keine, aber es ist eine Phantom Blade. Das ist so mega geil. Ne? Und im Nahkampf könnt ihr die einfach abmurksen mit der Klinge. Das ist einfach richtig geil. Aber jetzt, wo wir zum Abmurksen mit der Klinge kommen, ne, da kommt auch das Stealth ins Spiel und da kommen wir auch zur passiven Fähigkeit. Und die passive Fähigkeit vom guten Hunter nennt sich dann Shadow. Und Shadow ist im Endeffekt nichts anderes, als dass sie dich von überall töten kann. Das heißt, wenn sie von vorne kommt, von hinten, von links, von rechts, ne, selbst wenn du das Scheißspiel ausmachst, wenn du schläfst oder... Ja, okay, wir wollen mal nicht übertreiben. Aber auf jeden Fall, ihr könnt von jeder Direction, jedem Winkel die Gegner abmurksen. Das heißt, andere Charaktere können das wohl nicht und haben diesen Winkel nicht. Und ich habe ja eben von diesen schönen Unity-Vibes gesprochen. Und die habe ich immer noch. Ich habe gerne mit Rauchbombe gespielt und zufälligerweise hat der Hunter eine. Und wofür kann man Rauchbomben gut benutzen? Eigentlich, wenn man sich damit auskennt, man benutzt sie zur Flucht, wenn man zum Beispiel von einer Gegnergruppe entdeckt wird und man ganz klar unterlegen ist. So dieser Prepare-Your-Anus-Moment muss nicht ganz sein. Oder in der Offensive kann man damit bestimmte Gebiete abdecken. Zum Beispiel gegnerische Spieler, die jemanden anvisieren oder auch euer Team. Ihr nehmt ihm so die Sicht und so wie es im Gameplay aussieht, man sieht ja auch hier den Ranger, der versucht auf was zu zielen. Ist wohl nicht so ganz. Man verhindert das Taggen auch oder der Tag wird aufgehoben. Finde ich auf jeden Fall dann mega geil. Und ja, was soll man von das Bob mehr machen? Dann kommen wir jetzt zur ultimativen Fähigkeit. Und das ist praktisch gesehen der unsichtbare Schleier. Und dieser unsichtbare Schleier, ja, auch unspektakulär. Aber ihr werdet einfach unsichtbar und könnt euch dann vorbeischleichen. Und das brauchen wir dann, um nervige Gegner zu erledigen. Um einen Spieler vielleicht zu verfolgen, der dann nicht ganz so achtsam ist. Wir können uns in Gebiete reinschleichen. Das heißt also, die Ulti ist schon gar nicht mal so schlecht. Und also der Hunter wirkt für mich wirklich einfach gemacht und ist einfach spitze. Der gefällt mir richtig gut. Er ist so simpel, aber trotzdem geil. Im Trailer bekommen wir dann auch die ersten Einblicke zu sehen, wie wir den Hunter ein bisschen anpassen können. Und es gefällt mir richtig gut. Also man kann auf die Armbrust gehen, dass man mit mehr Pfeilen schießen kann oder schneller schießen kann. Dafür werden ja aber Pfeile weggenommen. Das heißt, du kannst weniger schießen, dafür schneller. Oder du kannst auf die Unsichtbarkeit gehen. Je nachdem, wie oft du halt einen Chain-Kill bzw. einen Kill in dieser Unsichtbarkeit machst, kann sich die Dauer erhöhen. Dafür gehen aber immer was anderes runter. Das heißt, man kann sich so spezialisieren auf das, wo man wirklich Fokus drauf legen will. Heißt auf Fernkampf oder aufs Assassinieren. Und gefällt mir mega gut. Das heißt also, du spezialisierst dich auf eine Sache, nimmst dir was anderes weg. Das Spiel bekommt dadurch ein bisschen mehr taktische Tiefe. Und ja, wie gesagt, man muss immer aufpassen, wie das nachher mit dem Balancing ist. Aber wie gesagt, ich habe so ein Gefühl, dass dieser eine Perk, den man nur ändern kann, nicht wirklich mich oder richtig starken Impact aufs Game haben kann. Klar, man kann sich dadurch einen richtigen Vorteil in der richtigen Position erholen, aber man hat nicht diesen ultimativen Charakterbau und ich hoffe, dass es den nicht gibt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, der Hunter, der ist mega geil, also der gefällt mir mega gut. Kann man nicht anders sagen und er erfüllt seinen Zweck. Ich habe da wirklich Assassin's Creed Flashbacks oder Vibes und ich hoffe, dass der Charakter nicht zu OP wird oder dass die Charaktere ausgeglichen sind. Eure Meinung könnt ihr natürlich gerne dazu in die Kommentare dengeln. Gut, kommt dann am 7. Mai noch raus, das habe ich vergessen im letzten Video zu sagen, auch wenn es im Trailermaterial irgendwo stand. Und jetzt verlinke ich euch den Trailer noch irgendwo und würde noch sagen, tschüss, bis dann und habt noch viel Spaß beim Zocken.